Moin, moin. Wir sind jetzt hier in Scores Village auf dem Weg nach Lwowek. Und schauen wir mal, wie lange das dauert. Das soll laut Navi 57 Kilometer sein. Ja, ich war jetzt gerade hier auf dem kleinen Polenmarkt in Skorzelitz. Und ja, da habe ich heute ein Video gemacht mit dem Telefon. Das heißt dann Rundgang auf dem kleinen Polenmarkt in Skorzelitz oder nenne es auch Polenmarkt in Skorzelitz. Ich weiß es noch nicht, wie genau der dann heißt. Hier ist jetzt eine Ampel. Wenn man jetzt an dieser Ampel rechts abbiegen würde, da kommt eine Kaufhalle. Und vor der Kaufhalle ist so eine kleine Tank, die immer günstig ist. Ich habe noch gar nicht. Ja, an der Grenze vorhin habe ich mal gesehen, da war es Benzin bei 6,99 Zloty. Und Diesel habe ich jetzt keine Minute drauf geachtet. Der Tagesumrechnungskurs ist 1 Euro, ergibt 4 Zloty 55. Das war auch schon mal besser. Ich habe schon mal vor ein paar Wochen mal 4,75 Zloty für 1 Euro bekommen. Das heißt also, der Euro ist zurzeit wieder weniger wert oder der Zloty mehr, je nachdem, wie man es rechnet, wie man da. Ja, jetzt müsste ich halt mal kurz schauen. Kurzer Blick, ob ich es lesen kann von hier aus. Die Tanke. Oh ja, das kann ich jetzt hier. 6, was? 68, 660, wenn ich es richtig sehe. Also, wenn ich es richtig gesehen habe, war 660. Rechts abbiegen in die Straße Ulica Armin Krajowie, dann in die dritte Straße links abbiegen. Rechts abbiegen in die Straße Ulica Armin Krajowie, dann in die nächste Straße links abbiegen. Links abbiegen, Straße Ulica Armin Krajowie. Ah, hier kostet Benzin 6,45. Sehe ich gerade. Dann habe ich dem anderen auch falsch gelesen. Da ist es 6,40 dann, wenn es hier 6,45. Also an der Grenze war es 6,69, hatte ich gesagt, und hier sind 6,45. Warte mal, 6,40. 6,45 beim Tageskurs von 4,55, das wären 1,40, 1,40 Euro. Ja, jetzt ist hier wieder der übliche Stau vor dem Kreisverkehr. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Das kann jetzt wieder stundenlang dauern hier. Ich würde ja hier gerne jetzt auf Pause, aber das geht jetzt nicht. Ich frage mich, was das für ein verlassenes Gebäude da ist, da drüben. Ja, jetzt parken die hier alle, jetzt geht da gar nichts mehr vorwärts.
Idioten an. Maulkorb im Gesicht auf öffentlicher Straße. Ja, also hier in Polen trägt normal niemand mehr Maulkorb. Schon lange nicht mehr. Ja, früher also in Polen war das ja nie eine richtige Vorschrift, sondern mehr so eine unverbindliche Empfehlung. Da hat sich das, also der Daumen gesehen, gedrittelt. Also ein Drittel der Leute haben Maulkorb tatsächlich aufgesetzt. Ein Drittel hatten nur unterm Kinn hängen gehabt, ne, so als Alibi-Funktion. Und ein Drittel hat überhaupt keinen gehabt. Ne. Und seit ein paar Wochen tut hier schon überhaupt niemand mehr was machen. Und ich habe jetzt gestern auf Instagram gelesen davon, so eine angebliche Umfrage, ne, bei den Deutschen drüben, also dass 60% der Leute tatsächlich den Maulkorb weitertragen würden, auch jetzt, wo es nicht vorgeschrieben ist. Also 60%. Ich war jetzt die Woche in Deutschland drüben mal in der Kaufhalle. Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen und in die Straße Ulica mit Krajowie fahren. Da habe ich ganze 5 Leute gesehen, die den Maulkorb noch getragen hatten. Also von 60% kann da gar nicht die Rede sein. Ah, offenbar ist das vielleicht die Umfrage gemacht worden drüben im Web. Weil ja, im Sachsen hier, da hat man sich ohnehin nicht so dran gehalten. Auch als es noch vorgeschrieben war. Die meisten Leute den eh nur über das Kinn gehabt und nicht über die Nase hoch. Und trotzdem sind wir hier nicht ausgestorben. Ne? Das ist alles nur Druck. Aber hoffentlich ist der ganze Mist jetzt vorbei. Ja, das ist hier, also Samstagmittag ist hier immer viel Stau. Da rechts ist das Skorzeles Plaza. Das ist so ein Einkaufsmarkt. Und da bin ich auch schon drin gewesen mal. Da gibt es also hier verschiedene Sachen. Unter anderem einen Rossmann, einen HM, Media Expert und auch viele andere Geschäfte noch mit dabei. Ein Kino ist da angeblich auch mit drin. Den Kreisverkehr an der 4. Ausfahrt verlassen und in die Straße Ulica Sowjetka. Ja. Da habe ich nicht aufgepasst, ich hätte sollen den Video hatten nach dem Kreisverkehr hier. Jetzt sieht man halt hier nichts besonders Interessantes. Ich könnte vielleicht mal in der Zwischenzeit was erzählen, so eine kleine Anekdote aus den Jahren, wo ich vorhin heute schon mal dran gedacht habe. Das war in Würzburg. Also das war wirklich Anfang der 90er Jahre. Da gab es in Würzburg oben auf dem Berg eine amerikanische Kaserne, die hieß Leighton Barracks. Und da waren wir immer oben. Da gab es einen Burger King. Da sind wir immer in den Burger King gefahren. Da zu amerikanischen Preisen. Man muss natürlich mit Dollar bezahlen. Ne? Und der Cola-Becher Watergallon, also 1 Liter und dann noch Free Refill dazu. Also wer 1 Liter Cola noch nicht genug hatte, konnte sich den Becher nochmal kostenlos nachfüllen. Und die ganzen anderen Sachen wie Ketchup, Mayo und diversen Soßen,
lagen so offen, die konnte man sich selbst bedienen. Gab es auch keine Mengenbegrenzung, konnte man nehmen, so viel man wollte. Ne? Und die Preise waren natürlich für die anderen Sachen auch viel günstiger als im deutschen Burger King. Eigentlich in 1,5 Kilometern rechts abfahren zur A4 in Richtung Burkhaf. Eigentlich war es ja nicht zugelassen, dass man als Deutscher dann einkaufen ging. Ja. Aber damals, da konnte ja wirklich jeder rein. Das stellt man sich mal heutzutage vor, eine US-Kaserne, wo an der Wache am Eingang überhaupt gar niemand sitzt. Und selbst wenn da mal so gefühlt in 90% der Fällen war niemand da. In 1 Kilometer rechts abfahren zur A4 in Richtung Burkhaf. Und ja, das blöde Navi will mich jetzt wieder über die Scheiße aufschicken, da sieht man ja nichts. Ja, aber ich wollte jetzt weiter sagen. Und in 90% der Fällen war es überhaupt niemand in dem Wachhäusel drin. Und bei den 10%, wo jemand war, da haben die mich immer durchgewunken. Damals ein Chevrolet Caprice, Baujahr 78, also die kantige Form mit 350 Kubik-Inch V8. Und natürlich musste ich in die Kaserne reinfahren. Man musste natürlich so optisch den Eindruck erwecken, als sei man dort ein amerikanischer Soldat, der dort stationiert ist. Also das heißt, die Haare kurz schneiden, so wie die das damals hatten. Zur A4 in Richtung Burkhaf. Und eigentlich fahre ich nicht über die A4, ich fahre über die Bundesstraße, weil das interessanter ist. Und wo war ich jetzt stehen geblieben? Also an der Seite die Haare kurz rasiert. Ach, guck an, auf der Autobahn sehe ich gerade, ist ohnehin ein Megastau. Ist überall Stau hier. Gut, dass ich da nicht reingefahren bin. Und wieder zurückkommen auf die Frisur damals, die die US-Soldaten damals hatten. Also an der Seite kurz geschoren, so 2 mm vielleicht. Und oben am Kopf so eine Bürste. Der 94 folgen. Mit oben gerade, also flach. Da hat man dann so von der Kopfform so ausgesehen wie der Herman Munsters. Und kann man sich halt da die Haare machen, damit der Eindruck entsteht, als sei man da ein Soldat. Ja, da ist man nie kontrolliert worden, da sind wir rein. Und gut, mein Englisch war ja jetzt nicht so überragend. Aber ein Kumpel von mir, der hat damals als Zivilgestellter bei der US Army gearbeitet, allerdings nicht in Würzburg in der Leitenberg, sondern anderswo in der kleineren. Das war damals CSG, also Civilian Support Group. Und der konnte also perfekt Englisch, den haben wir dann immer die Speisen und so weiter an der Bestelltheke holen lassen und ich habe mich auf der Platzkette. Und bevor wir reingegangen sind, sind noch so Verkaufsautomaten mit Stars and Stripes, also die amerikanische Soldatenzeitung, die haben wir immer, die hat, was hat die gekostet? Ich glaube, Dollar, nee, oder 50 Cent oder so, kann mich gar nicht. Da war es gar ein Quarter Dollar war es vielleicht sogar, ja. Und jedenfalls, die habe ich mir dann geholt, habe mir dazwischen gesetzt, Zeitung gelesen, wenn Englisch lesen kann ich, aber sprechen ist es halt, das merkt man dann doch bei mir, aber bei meinem Kumpel hat man es nicht gemerkt, der konnte also das perfekt. Und ja, da sind wir dahin, haben wir also da im amerikanischen Burger King gegessen. Da waren wir nicht die Einzigen, da war ich in Würzburg, da gab es ja die Universitätsstadt, da gab es ja Studenten, die da zu Fuß reinmarschiert sind, zum Essen. Ja. Und also erlaubt war sie, weil die hatten ja die Burger King, die hatten ja billiger die amerikanischen Preise erstens mal und zweitens mal dann noch ohne Mehrwertsteuer für die amerikanischen Soldaten dort. Ne? Und ja, wir sind da trotzdem hingegangen. Dann war am Wochenende bei einem Baseballspiel, ne? Da war ein Baseballplatz da auch in dem Gelände, also haben wir Baseball geguckt. Ne? Und manchmal haben wir sogar mein Chevy dort getankt, weil mein Kumpel, der war ja
ein Zivilangestellter bei der Army und die haben da so Gutscheine erhalten für, damals hat die Gallone, also 4 Liter das Benzin, 1,25 Dollar gekostet. Ja, das war wirklich ein super Preis für 4 Liter. Ja. Und er ist ja mit seinem PKW normal in die Arbeit gefahren, zu seiner Dienststelle gefahren. Aber da hat er ja nie die ganzen Gallonen, ich weiß gar nicht, wie viele Gallonen das da auf so einem Abreißblock drauf waren. Jedenfalls hat er die selber nicht verbraucht, da hat er mir immer ein paar abgegeben, weil wir sind ja am Wochenende dann ohnehin immer mit meinem Auto da spazieren gefahren. Und da hat er mal also dann seine Spritbeteiligung, ja, das war natürlich was mit meinem, da in der US-Kaserne an der Tanke da zu tanken. Ja. Und man konnte natürlich mit diesen Coupons, konnte man auch an der Esso-Tanke in Deutschland tanken. Da hat man es dann auch für 1,5 Dollar die 4 Liter, die Gallone bekommen. Ah, da stand dann auch dann drauf, die Umrechnung mit die Liter. Das war so ein Abreißblock, der musste, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, ist aber die ganze. Und die Leitenbergs, also da konnte man so wirklich rein und auch bei vielen anderen so. Wertheim gab es ohne eine Kaserne oben am Berg, da konnte man auch einfach so rein. Und nur halt bei bestimmten Kasernen konnte man die rein, wo es halt Panzer gab, zum Beispiel in Aschaffenburg, da die Panzerkaserne, da durfte man nicht rein. Man kann dort trotzdem ins Burger King gehen, weil das war außerhalb der Kaserne in Aschaffenburg. Da stand zwar auch ein großes Schild dran, am Eingang nur für US-Personal, ne, und niemand kontrolliert, ob man da als Deutscher, man musste halt mit Dollar bezahlen, wenn man mit Dollar bezahlt hat und einigermaßen, wie gesagt, vom Äußeren her so ausgesehen hat, als ob man ein Soldat sein könnte, da hat dann niemand danach gefragt. Ne. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wo ja die Kasernen schwer bewacht sind. Aber damals war das wirklich überhaupt kein Problem. Und das Hauptquartier in Heidelberg war das damals. Da konnte man nicht rein, also das war dann also wirklich kontrolliert. Ne. Da gab es aber dann auch außerhalb wieder Bereiche, wo man trotzdem rein konnte, wo es Hausengänge gab und wo dann mal Veranstaltungen waren und so Feste, dann da hingegangen sind. Ja, wir haben uns damals viel in US-Kasernen rumgetrieben oder in der Nähe von US-Kasernen, weil mit dem 78er Chevy, da gehört das einfach dazu. Ne? Und die Amis damals, die Soldaten, die da stationiert waren, die hatten auch noch richtige schöne amerikanische, damals in den 90er Jahren, da haben die noch normal ausgesehen, nicht so wie heute. Heute ist das Chevrolet ist ja heutzutage ein koreanischer Dreck, ne? Und nur noch vor der Chevrolet-Zeichen drauf ist, aber das gar nicht wirklich mehr Chevrolet ist, außer jetzt die Pickups und die Geländewagen, aber so die Limousinen, das ist ja gar nicht mehr echte Chevrolet. Ne? Das sind ja auch mittlerweile UFOs. So unbekannte Fahrobjekte, sage ich da immer dazu. Ja, ein richtiges Auto, das muss eckig und kantig sein und muss ein V8 haben mit mindestens 300 Kubikinch. Alles andere ist nicht vergessen. Ja, und damals, also damals in den 90er Jahren, viel Freiheiten genommen. Und wir hatten auch, es hat einfach niemanden interessiert, wenn du da irgendwo hin bist. Aber noch andere Kasernen, da war zum Beispiel bei Babenhausen, da war eine, dort der Kaserne war so eine Werkstatt, da, wenn ich mit meinem Chef hier irgendwas zu reparieren hatte, bin ich da immer hin. Ja, das war eigentlich auch nur für die US-Soldaten, aber ich meine, wenn du da Chevrolet zu einer deutschen Werkstatt fahren bist, ja, und das kann man nicht machen, oder das, da wissen wir nichts. Blablabla.
oder du bist zu General Motors gegangen oder Opel, da hast du dann auch in die Apotheke gehen, um zu reparieren. Die waren immer sau teuer. Und die wenigen auf SK spezialisierten Werkstätten, da mussten wir immer weit fahren, um so einen zu erreichen. Wie gesagt, gegenüber von Babenhausen-Kasern, da war also eine und da konnte man also auch als Deutscher mit dem amerikanischen Auto hin. Offiziell natürlich nicht, aber es wurde toleriert. Ne? In den 90er Jahren, da waren nicht alle Leute so kleinkariert wie heute. Ne? Und wo man sogar vorgeschrieben kriegt, wie man zu sprechen hat oder sonst irgendwas. Ne? Also damals, die 90er, das war wirklich die freierste Zeit, die ich je erlebt habe. Ne? Wird eigentlich nur getoppt von der Kindheit, aber aus der Kindheit, da hat man halt die Freiheit, weil man nicht arbeiten musste und weil man viele Verpflichtungen nicht hatte, die man als Erwachsener hat. Ne? Und das kann man jetzt nicht so vergleichen. Aber von meiner Erwachsenenzeit, da waren also die 90er Jahre wirklich das Schönste, was es überhaupt gab. Ja, und ich bretter hier jetzt mit 60 durch die Ortschaft. Mann. Weil lauter nicht aufpassen. Ja, hier links war jetzt hier so ein Rasthof für Lastwagen. Wir sind jetzt auf der Nationalstraße hier. Was ist das? Die N94, glaube ich, ne? Ja, die verläuft hier parallel zur Autobahn. Autobahn ist ohnehin Mautpflicht. Das heißt, für Pkw ohne Anhänger und weniger als 3,5 Tonnen Gesamtgewicht ist die Autobahn hier frei. Ja, die A4, erst bei kurz vor Breslau beginnt dann ein Mautstück. Und wer jetzt einen Anhänger dran hat, oder also wenn jetzt das Fahrzeug schon mehr wie 3,5 Tonnen Gesamtgewicht hat oder das Fahrzeuganhänger mehr wie 3,5 Tonnen Gesamtgewicht hat, kostet die Autobahn Maut. Ja. Und ja, der hatte jetzt einfach die Lust auf das. Dort muss man hier ohne hin, kann man nicht bar bezahlen, das muss man vorher im Internet buchen. Ah, da gibt es eine Seite davon, das habe ich schon in einem anderen Autofahrt und Verkehrszeichen in Polen nennt sich dieser Video. Das hat so ein Autobahn als Titelbild. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Ja, wenn ihr euch das anschauen wollt, da habe ich das nochmal genau beschrieben. Den Link zu der Seite, wo man die machen kann. Das ist dann relativ einfach, wenn man auf dieser Seite ist. Ja, hier Rostlav, also Breslau. Wie gesagt, auf meinem Navi sehe ich jetzt gerade die Autobahn, die ist nur kurz ein Stück. Da will ich den Kopf nach rechts drehen sehen und hier ist Wald. Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen und in die Straße Ulica Bezolenia fahren. Aber zwischen die Bäume durch kann ich die Autobahn sehen und jetzt, wenn wir hier in den Kreisverkehr fahren, also da hinten sieht man die Autobahnbrücke, da wo die Auto ist, der Transporter herkommt. Warum soll man der Autobahngebühren bezahlen, wenn die parallel der Straße Ulica Bezolenia folgen. Parallel läuft. Und ich fahre ohnehin lieber Landstraße, das sieht man mehr. Autobahn ist mir zu langweilig. Und Autobahn ist was reicht, wenn ich jetzt wirklich eine lange Strecke, eine weite Entfernung habe. Da fahre ich dann auch mal Autobahn. Aber so wie hier jetzt, da wo ihr, das sind ja nur 50 Kilometer, da fahre ich lieber Landstraße. Jetzt müssen wir mal kurz einen Schluck hier
wir lauter reden, dann wird er mit dem Mund zu trocken. Ich habe jetzt mal eine Dings. Ah, hier, guck mal links hier diese runden Tanks, die werden in Bilderberg, in Bürgstadt werden die produziert. Zumindest so ähnliche Tanks, aber die hier scheinen kaputt. Die liegen da offenbar schon länger. Hey, was wollte ich jetzt mit schnellem Datennetz? Also das war jetzt so eine europaweite Untersuchung, mit wie viel Bits oder Gigabits pro Sekunde die Datenübertragungen laufen. Ne? Da war Deutschland in Platz 37. Ne? Ganz weit abgeschlagen. Ne? Und da war das sogar weltweite Ding, jedenfalls war Deutschland auf Platz 37, und so kleine Staaten wie Litauen und so, die waren ziemlich weit oben. Und selbst Polen war da viel besser aufgestellt als da. Da war also niemand mehr über Polen herzieht und so zu tun, als wäre nur Deutschland ein entwickeltes Land. Ja, hier sind jetzt 90 erlaubt, ich fahre 95 und der fliegt an mir vorbei. Ich schätze mal 110. Ja, der weiß wahrscheinlich auch, dass es wohl nur wenig Radarkontrollen gibt. Das habe ich auch, diese Statistik irgendwo gelesen. Deutschland ist da auch nicht der Spitzenreiter anhand von den Radeln. Da waren andere Länder noch strenger, aber Deutschland ist ziemlich weit oben. Und Polen ist da ziemlich weit unten. Die haben also sehr, sehr wenig Radarkontrollen. Deshalb juckt das hier auch niemand mit der Geschwindigkeit. Ja, ich mache das trotzdem nicht, weil ich habe ja Geländewagen, die hat ja 4,1 Tonnen Gesamtgewicht, ne? Da darf ich eh bloß 80 fahren. Und wenn ich jetzt hier mit 95 fahre, bin ich da auch schon drüber. Deshalb will ich da nicht noch mehr zulegen. Weil im Moment fahre ich punktgenau 90. Da fällt mir der Amerikaner wieder ein, Drive 55, Stay Alive, also 55 Meilen, das sind 88 Kilometer, also die Pesca-Fahrer wissen das, 5 Meilen sind immer 8 Kilometer, das kann man total im Kopf rechnen, ja. Weil die Meilentachos sind da immer in 5 Meilenstrichen abgeteilt, und 5 Meilen sind immer 8 Kilometer, also easy zu rechnen. 50
30 sind 80, ne? Und in der Ortschaft, wenn du 30 Meilen fährst, das sind 48 km. Und wenn du 35 Meilen fährst, das sind 60 km. Und das ist dann so die Toleranzgrenze zwischendrin. Also wenn du mit dem Ami-Auto fährst, zwischen 30 und 35 Meilen in der Ortschaft in Deutschland, kommst du da gut zurecht, nicht zu werden. Ja, da gibt es ja die, der TÜV will immer einen Kilometer Tacho sehen, also bei den älteren Autos natürlich nicht, aber man will dann Markierungen. Ich habe dann immer so einen Zettel, den ich mal neben die Armaturen klebe, wenn ich zum TÜV fahre, dann Meilen und Kilometer umgerechnet sind und da sind die dann normalerweise auch zufrieden damit. Und die neueren Ami-Autos haben ja ohnehin immer die Kilometer in klein drunter geschrieben. Also die haben Doppeltacho Meilen groß und dann die Kilometer nochmal in klein drunter im unteren Kreis. Aber ich kann da völlig ohne die Kilometer fahren. Ich habe jetzt seit 30 Jahren fahre ich amerikanische Autos und ich habe mich da an die Meilen gewöhnt. Ja, laut Navi sind es noch 26 Kilometer bis zu meinem Ziel. Boah, wir sind ja in der Ortschaft. Sag mal, der hat doch ein Rowdy Audi mal wieder, ne? Da guck mal an, wie der durch die Ortschaft brettert. Und ich fahre jetzt 55. Das ist ein Kriminell und bei Rot ist er auch gefahren. Da vorne war jetzt die Ampel rot und der fährt einfach, also dem gehört sofort der Führerschein abgenommen und dann gehört ihm vorher noch links und rechts ein paar Neige geschlagen, damit er sich so merkt. Wir sind im Ort, da können überall Kinder rauslaufen und Leute, ich sehe hier zwar nirgendwo Leute, aber immerhin besteht die Möglichkeit, ne? Da muss man nicht so dahin brettern. Ne? Also das ist echt kriminell, solche. Diesen Abschnitt, den werde ich dann auch rausschneiden aus dem Video und mache dann noch, den schicke ich dann noch ein an so eine Dashcam-Kanal da auf YouTube. Da kann man es wieder sehen. Jeder Rowdy fährt ein Auto. Vielleicht ist das ein Vorurteil von mir, aber ich habe jetzt schon mehrere Male sind mir Audi-Fahrer so aufgefallen, negativ wie dieser gerade eben. Ja, das gibt mir dann schöne Dashcam-Video. Musste dann nur rausschneiden hier, weil das ganze andere, was ich vorher erzählt habe, das interessiert da ja nicht dazu. Ja, jetzt machen wir wieder weiter im Text, ich weiß jetzt gar nicht. Wo war ich denn zum Schluss stehen geblieben? Was hatte ich denn erzählt am Schluss? Ah, dieser Rowdy, der hat mich jetzt so aus dem Konzept gebracht, das weiß ich gar nicht mehr, habe ich total den Faden verloren. Das passiert mir auch selten. Es passiert mir des Öfteren, dass ich abschweife vom Thema. Wenn ich also am Erzählen, dann erzähle ich dies und dann fällt mir was anderes ein, dann erzähle ich jenes und dann geht das so weiter. Und am Ende muss ich aber immer wieder auf das Thema, das ist der Königsweg, wenn man erzählt und man erzählt und man erzählt und man schweift vom Thema ab, dann muss man aber am Schluss wieder auf das Thema, bei dem man angefangen hat, zurückkommen. Das habe ich von einem Lehrer in der Schule gelernt. Der hat das so immer, der hatte aber auch immer spannende Geschichten, die er erzählt hat. Und wir haben trotzdem gut gelernt bei dem. Wir sind nicht dumm geblieben, sondern wir
hat wirklich wie der das gemacht hat, die meiste Zeit erzählt von irgendwelchen anderen Sachen und dann und trotzdem haben wir von dieser einen Rowdy Audi, ich fahre 93, also das scheint sich also wirklich zu bewahrheiten mit diesen Rowdys da. Guck, der, wo so weit weg wie der ist, sind das locker 110, die der da fährt. Aber der rote von vorhin da in der Ortschaft da mit ja, ich kann es jetzt gar nicht sagen, ja, ich bin ja schon 50 gefahren, also da war der ja gut mit 80 durch die Ort da. Und dann noch in der unübersichtlichen Kurve da den Rechtsabbieger überholt. Ne? Wenn in dem Moment schon vorne einer kommt, ne, kann man sich gar nicht ausmalen, was da dann passiert. Was haben wir hier? Benzinpreis 6,40, Diesel 7,17. Unterwegs, das ist ein Mischmasch.
was aus verschiedenen Playlists zusammengestellt. Ja, und ich habe auch noch eine kleine Sammelliste Raudis und Rasa, da wo dann solche Kurzvideos dann reinkommen, so wie von dem Roten vorhin. Das ist dann zugeschnitten. Und dann der Rest von diesen jetzt, momentan sind wir schon bei 40 Minuten Video, ja, keine Rolle spielt, da haben wir dann nur den kurzen Ausschnitt mit dem Raser dann und dann noch weitere. Ja, was habe ich noch für Playlist in meinem Kanal? Weingarten gibt es nochmal. Da habe ich mein Pavot, Marke Eigenbau, also aus Materialien vom Obi gekauft. Keine größeren Löcher im Boden. Das hat man des Öfteren hier, dass Nebenstrecken nicht so gut ausgebaut sind und wo dann riesige Schlaglöcher sind, aber hier ganz normal fahren. Ja, die Polen, die haben halt mit dem Mautsystem, die tun die Straßen über ihr Mautsystem. Mauteinnahmen finanzieren und da kommen natürlich zuerst die Autobahnen und Schnellstraßen erstmal dran und dann die Bundesstraßen und die kleinen Straßen, die werden dann halt auch von normalen Steuereinnahmen aus dem normalen Staatshaushalt bezahlt, deshalb sind die manchmal nicht so schön ausgebaut. Aber da muss man jetzt als Deutscher gar nicht so die Klappe aufreißen, ne? Weil in Deutschland gibt es das ja mittlerweile auch, dass Löcher wie Straßen wie Schweizer Käse aussehen mit vielen Löchern drin und sogar Autobahnen, ganze Autobahnen gesperrt werden müssen, weil alle Brücken baufällig sind. Da keine Namen, welche Autobahn das ist, das weiß jetzt jeder selbst. Da hat sich bestimmt schon rumgesprochen bis zu eben. Und mir tun ja nur die Leute leid, die da in der Nähe der Autobahn wohnen, wenn jetzt der ganze Verkehr durch die Städte und durch die Dörfer durchgeht. Ne? Und die das Versagen der Politik ausbaden müssen jetzt. Ja, weil es gibt ja in Deutschland auch die Autobahnen für LKWs und das Geld hätten wir ja dazu nehmen können, die Autobahnen instand zu setzen und nicht das Geld im normalen Haushalt versickern zu lassen, um dann irgendwelche anderen damit zu finanzieren. Na, jetzt tut man wieder die Bundeswehr aufrüsten. Da hat man dann 100 Millionen zur Verfügung, um Kriegsgerät zu kaufen und die Infrastruktur auf Vordermann zu bringen. Ah, ich will jetzt nicht ins Politisieren kommen. Nein, das, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, hier das zu einer Sendung zu machen. Ja, jetzt haben wir noch 12 Kilometer bis zu meinem Fahrziel. Ich lasse das hier jetzt noch ein bisschen mitlaufen, weil ich sehe jetzt hier gerade am Navi, hier kommen einige Kurven, da scheint jetzt noch der interessantere Teil der Strecke zu kommen. Ah, hier kommt der Hund, aber schnell wie ich. Dann ist aber der Zaun, ist jetzt voll gegen den Zaun gelaufen.
aber nicht schlecht. Der ist 50 gefahren und der konnte da tatsächlich ein Stück mit mir mitlaufen. Ja? Der Hund. Wenn der Gartenzaun nicht gewesen wäre, würde er wahrscheinlich immer noch neben dran herlaufen. In 400 Metern links abbiegen in die Straße Utzilse. Links abbiegen in die Straße Utzilse. Straße folgen. Ja, ich fahre gern solche Nebenstrecken. Es ist interessanter als wie immer nur auf einem Plan aus. Treiben wir schon ein paar Bäume aus. Und ich hab vorne beim Hauseingang habe ich so zwei große, also nicht Blumentöpfe hinstehen und da habe ich Sonnenblumen gesät. Da habe ich auch schon gesehen, zwei treiben da auch schon aus. Das sind schon diese kleinen Blätter, die da rausloben. Bin ich ein bisschen ruhiger geworden hier, weil ich wollte jetzt diese Fahrt hier genießen mit die Strecke, die gefällt mir also wirklich sehr gut hier. Da wollte ich das jetzt nicht zubabbeln.
immer noch dran ist. Hier sind wir schon über 50 Minuten drüber. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Und da wäre es dann nicht schlecht, wenn ihr auch Daumen nach oben gebt dem Video. Noch abonnieren. Und wer wirklich jeden Video sehen will von mir, der kann ja dann zum Kanal abonnieren, auch noch die Glocke aktivieren. Das bleibt dann wirklich nicht mehr unbeobachtet. Plattenwerk, da werden Fertigbetonteile produziert. Deswegen haben da vorne die ganzen Stahlmatten. Ich sehe. Ich weiß nicht, ob man den See hier, ob man da hin kann. Hier sehe ich mehr Gewässer auf meinem Navi. Hier rechts gibt es Gas. Oh, ein toter Dachs. Jetzt bin ich dann gleich am Ziel. Ich bedanke mich an allen, die so lange jetzt dabei geblieben sind in dem Video. Und wie gesagt, lasst einen Daumen da und abonniert den Kanal. Und dann können wir uns mal öfter uns sehen, hören natürlich nicht, aber ihr könnt mich hören und meine Fahrstrecken anschauen und mein Gebabbel dazu, aber nicht immer, wie gesagt, manche sind auch ohne Gebabbel. Und damit verabschiede ich mich für heute und wünsche euch noch eine schöne Woche und einen schönen Tag und was auch immer.